Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Project Cars Video hier auf Tutorials Drifts More. Mein letztes Project Cars Video ist ja schon ein bisschen her, da habe ich den Build, glaube ich, 750 vorgestellt. Mittlerweile sind wir bei über 920 und das Spiel soll ja demnächst auch erscheinen. So habe ich mir gedacht, ich schaue es mir nochmal an, ich zeige euch nochmal, ja, was das Spiel in der aktuellen Fassung zu bieten hat. Und die Sache ist natürlich die, ich kann jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Es hat sich natürlich, wie gesagt, seit dem letzten Video sehr, sehr, sehr viel verändert. Also das ist logisch, nachdem es eben viele Versionen in der Zwischenzeit gab. Und ja, ich werde auf das Wesentlichste, sage ich mal, eingehen. Ich werde ein bisschen durchschauen. Natürlich alle Änderungen weiß ich in dem Fall jetzt auch einfach nicht. Grundsätzlich spiele ich alles mit dem Logitech G25. Ich möchte auch gleich dazu sagen, dass es ein bisschen teilweise ruckeln kann, da ja mein Rechner aus irgendeinem Grund ja anscheinend schon etwas veraltet sein dürfte, obwohl es relativ ja nicht so alte Hardware eigentlich ist, aber okay, mein Rechner will halt einfach nicht. Und ja, dann schauen wir uns das Spiel auch einfach mal an. Im Hintergrund läuft gerade der Trailer, der auch am Anfang kommt und wenn man hier länger im Menü nichts tut, der natürlich schon mal sehr, sehr spektakulär aussieht. Und ja, das erste, was auffällt, das Menü wurde komplett überarbeitet. Also diese ja, dieser Homescreen, dieses Race Central, wie es oben steht, ist natürlich komplett überarbeitet worden. Das heißt, bei der letzten Mission hat das noch ein bisschen ganz anders ausgeschaut. Mittlerweile muss ich sagen, schaut das echt gut aus. Man merkt auch, es ist so ein bisschen auf die Konsolen ausgelegt, mit diesen Kacheln, mit diesen schönen großen Objekten. Und ja, ist auch die Steuerung mit der Maus ganz okay. Wir haben hier, wie wir drüber fahren, immer schöne Animationen. Das haben sie sehr, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Und das fällt als erstes mal natürlich auf. Gefällt mir sehr gut, wie sie das hinbekommen haben. Und ja, dann schauen wir auch am besten gleich mal in die Optionen rein, was ja auch eines der wesentlichsten Sachen. Da wurde auch ein bisschen überarbeitet, was so gibt, was es so gibt. An sich gibt es natürlich gameplay-technisch ja, die ganzen Fahrhilfen und so weiter. In dem Fall, ja, ich habe bei mir jetzt alles eigentlich an, also ABS ist an, Stabilitätskontrolle, Aktionskontrolle ist alles soweit an. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt nicht so viel spiele und auch deswegen mit dem Lenkrad nicht so gut bin. Und ja, da fällt es mir ein bisschen einfacher. Hier drüben haben wir natürlich die Sachen, die wir einstellen können, was am Bildschirm angezeigt wird. Ja, war es eigentlich soweit auch. Controllers, wie gesagt, natürlich in dem Fall, ich spiele mit G25, kann man theoretisch auch noch natürlich mit einem Xbox-Controller spielen oder mit einem normalen Controller. Es werden jede Menge Lenkräder unterstützt. Wenn ihr dann eine genaue Liste wollt, schaut mal auf der Homepage von Project Cars vorbei, Link ist in der Beschreibung unten. Ja, eins der wichtigsten Sachen sind natürlich die Visuals, das heißt im Endeffekt, ja, die Grafikeffekte. Und in dem Fall muss ich sagen, wie gesagt, bei mir ist es relativ niedrig eingestellt, also auf mittel bis hoch eigentlich nur. Da mein Rechner einfach, wie gesagt, mit dem Aufnehmen und so weiter, das einfach nicht packt, dass ich da ordentlich aufnehmen kann, deswegen ja. Aber es sieht trotzdem sehr, sehr gut aus. Kameraoption, da kann man auch einstellen, ja, das Field of View bei den Kameras, bei den einzelnen. Also nichts Tragisches, was zum Einstellen noch wäre. Natürlich Audio, das war es eigentlich auch schon. Das Spiel ist relativ laut, kommt mir vor. Werde es natürlich dann dementsprechend runter regeln. So. Was ist jetzt neu? Das ist natürlich die große Frage. An sich, allzu viel Neues gibt es nicht. Es wurde natürlich viel optimiert. Wie gesagt, das Menü ist komplett neu gemacht worden. Die Karriere funktioniert mittlerweile. Ich habe da ein bisschen reingeschaut. Ist echt cool gemacht. Ansonsten natürlich sind noch einige Sachen, glaube ich, offen. Online gibt es natürlich, das werden wir uns jetzt nicht anschauen. Das habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Aber es ist im Endeffekt dasselbe wie Singleplayer, nur halt online. Ja, ansonsten, wenn wir natürlich hier sagen, okay, wir wollen uns einfach mal hineinschauen ins Spiel, können wir natürlich ein Free Practice machen, wir können uns hier auswählen einen Kurs, eine Strecke und die Übersicht finde ich jetzt hier etwas, ja, nicht so schön, ehrlich gesagt. Man sieht ja relativ wenig. Cool ist hier oben die Browseful Location List, hier sieht man die schön aufgelistet mit Bildern und das finde ich schon um einiges cooler. Und ich hoffe auch, dass die vielleicht dann standardmäßig ins Spiel kommt. Ich weiß nicht, wie es da geplant ist. Allerdings, wie gesagt, mir gefällt die hier jetzt nicht so gut. Diese hier. Und deswegen ja. Dasselbe gilt auch für die Fahrzeuge. Man kann hier die Fahrzeuge durchscrollen. Zwar man sieht dann auch Bilder. Und das ist auch ganz okay. Ihr seht auch, es gibt jede Menge Autos schon im Spiel. Wenn sie natürlich nicht alle anschauen, geht sich einfach zeitlich nicht aus. Es sind doch relativ viele. Ich scroll mal einfach hier durch, damit ihr so ein bisschen einen Überblick bekommt, was denn alles drin ist. Ist jetzt nicht, ja, es ist natürlich in mehrere Kategorien eingeteilt. Und von denen gibt es im Endeffekt von allem etwas, könnte man sagen. So, das war's auch eigentlich schon. Also die Auswahl ist okay, könnte natürlich noch mehr sein.
Allerdings ja, ist es auf alle Fälle von allem was dabei. Man kann hier drüben dann noch hier schön die Garage sich anschauen, wenn man möchte. Hier gibt es eben Kart, Prototype, Road, GT, Touring, American Stock Series und Open Wheel. Das sind so die Kategorien, die ja, Autos eingeteilt sind. Und wir werden uns einfach mal für das Rennen den SLS AMG GT3 nehmen. Man kann natürlich hier zwischen verschiedenen Lackierungen durchschalten. Mir gefällt eigentlich die relativ gut, die nehmen wir uns einfach mal. Die Möglichkeit gibt es auch hier Take a Photo, das funktioniert irgendwie nicht, das Spiel von abgeschmiert, das lasse ich jetzt lieber einfach mal. Und ja, wie gesagt, auch das finde ich deutlich schöner gemacht hier, die Übersicht, das schaut alles einheitlich aus, bis auf eben, wenn man hier drauf geht, das gefällt mir noch nicht, ich hoffe, da kommt noch was. Also ein bisschen Zeit haben sie ja noch. Hier drüben können wir natürlich noch einstellen, so Sachen wie, ja, Anzahl der Runden, in dem Fall bei Free Practice ist es eh unlimited im Endeffekt. Wir können hier in dem Fall auch natürlich das Wetter einstellen, was ja eins der coolen Features von Project Cars ist, die Wettereffekte, die ja echt gut aussehen, die werden wir uns später noch anschauen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf die Strecke. Was cool ist, der Nürburgring GP ist jetzt auch endlich verfügbar, der war ja in früherer Version nur für die höchsten Mitglieder, glaube ich, verfügbar. Und mittlerweile ist es Gott sei Dank auch für alle verfügbar. So, und dann gehen wir auch hinein. Was mittlerweile auch funktioniert, sind die Boxen-Crews, was auch sehr cool ist. So. Und ich dachte, wir schauen uns einfach mal den Wagen und die Strecke ein bisschen an. Ein Hot Lap wird es dann nachher noch geben. Wir sehen hier natürlich Kamerapositionen, gibt es jede Menge. Aktuell bin ich jetzt hier in der Helmkamera, die ich sehr, sehr cool finde. Die fand ich schon bei Shift 2 ganz cool und finde ich da auch sehr cool, weil ja sozusagen das mehr das Renngefühl gibt, man hat hier eben, wieder wenn man einen Helm tragen, genauso in den Kurven, schaut der Fahrer sozusagen mit, was relativ realistisch ist. Ich würde sagen, wir gehen dann nochmal in die Außenansicht. Ich hoffe, ich kann jetzt irgendwie hier... So, Moment kurz. Natürlich ein bisschen... Ja, und natürlich nichts konfiguriert, sodass man hier sich umschauen kann, deswegen... Wir können hier in dem Fall dann nur nach hinten schauen. Also die Wagenmodelle sind natürlich Project Cars, es ist dafür bekannt, dass es ja grafisch ein sehr, sehr cooles Spiel ist. Und die Fahrzeugmodelle dementsprechend sehen sehr, sehr cool aus und ich meine, ist jetzt eh nichts Neues so gesehen, dass die Fahrzeugmodelle hier gut aussehen. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal ein kleines Stückchen, damit ihr auch ein bisschen vielleicht die Strecke seht. Ich meine, wie gesagt, grafisch ist das Spiel echt einwandfrei, also... Aber dafür, wie gesagt, ist Project Cars ja bekannt, dass es grafisch sehr, sehr gut aussieht. Und gerade die Strecke hier, finde ich, sieht sehr, sehr geil aus. Geben wir mal ein bisschen Gas. Also Motorensound, ich kann natürlich nicht vergleichen mit echten Autos hier, also mit dem echten SLS AMG GT3, wie sich die anhört. Allerdings so, wie sich da anhört, ist das richtig geil, also es hört sich richtig gut an. So richtig böse. Wenn das hier sich so anhört. Darf gar nicht so viel Gas geben, sonst versteht ihr mich wahrscheinlich gar nicht. Aber wie gesagt, die Strecke an sich sehr, sehr cool mit den Details auch seitlich, wie eben diese Spuren im Gras zum Beispiel. Das haben sie sehr, sehr cool hinbekommen. Also wie gesagt, grafisch natürlich Project Cars. Hier ist sehr, 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 sehr schönes Rennspiel. Auch was eben die Fahrzeugmodelle betrifft. Die Innenräume, wenn wir nachher wieder hineingehen, werden wir dann sehen, die Innenräume sehen sehr, sehr schön aus. Sind sehr, sehr detailreich, sehr, sehr, da funktioniert einfach die ganzen Anzeigen und so weiter. Also die haben sie richtig gut gemacht. Da haben sie sich wirklich viel Mühe gemacht. Schauen lassen sich die Fahrzeuge, finde ich mittlerweile, gerade diese GT3 Wagen sehr, sehr gut. Eben gerade mit Lenkrad fand ich die ziemlich gut. Und ihr seht auch immer, ich habe hier die Ideallinie eingeblendet, weil ich damit eine einfache Tour so gesehen. So zu fahren. Hoppla. Fast vergessen zu bremsen. So und ja, verzeiht, dass ihr im Hintergrund wahrscheinlich mein Lenkrad hört. Aber das geht halt leider nicht anders, weil... Sonst ja. Also ihr seht schon, wie gesagt, grafisch ist das Spiel wirklich sehr, sehr schick. Keine Frage. Gut.
dann würde ich sagen, lasse ich euch mit einem kleinen Hotlap hier mal unkommentiert alleine und wir sehen uns danach wieder. Ja, nach diesem Hotlap gehen wir gleich direkt weiter zum nächsten, und zwar sind wir hier auf dem Mazda Speedway Raceway, und zwar mit dem Audi R8. Also ihr seht, der Wagen ist auch sehr, sehr schön, also mir gefällt der Wagen sowieso persönlich einfach geil. Nach dem Spiel schaut richtig gut aus und wir sind hier bei Regen, damit ihr mal ein bisschen die Regeneffekte seht. Weil wie gesagt, das ist eins der sozusagen Highlights eigentlich von Project Cars, weil die sehen einfach nur gewaltig aus, und wir sind hier mitten in einem Thunderstorm so gesehen. Also ihr seht hier die Reflexion auf der Strecke, auch diese Tröpfchen auf der Kamera. Die kann man allerdings auch ausschalten, soll es einen stören. Und dem hier, ihr seht, der Wagen, man merkt das auch, der Wagen verhält sich irgendwie schon dementsprechend anders, wenn es hier nass ist. Ich weiß nicht, wie gut das rüberkommt, aber ich tue mir sowieso schwer. Aber ich glaube, beim Beschleunigen merkt man, zu viel aufs Gas steigen darf ich mit dem Wagen hier nicht. Wie gesagt, die Wetteffekte sehen einfach grandios aus, finde ich persönlich so. Dann schauen wir mal durch. Kameraperspektiven gibt es leider jede Menge und meiner Meinung nach viel zu viel. Ich habe leider die Option nicht gefunden, dass ich die sozusagen ausschalte, weil ich kann hier zwischen allem durchschalten. Jetzt sind wir hier in der Cockpit-Ansicht. Und ihr seht, wie gesagt, Cockpits sind in Project Cars wirklich richtig schick. Also die sehen richtig geil aus. Und auch wie gesagt, Anzeigen funktionieren soweit ja alle eigentlich. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut direkt, ob zum Beispiel eben die Tankanzeige funktioniert. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber gut, die braucht man jetzt auch nicht wirklich. Allerdings wichtig ist, dass hier alles leuchtet, alles wirklich schön aussieht. Man kann natürlich auch Licht an- und ausschalten. Da gehen auch die Armaturenbeleuchtung und so weiter an- und aus. Das ist richtig cool, und auch eben die Wetteffekte hier im Wagen, finde ich, sehen sehr, sehr schick aus. Also man sieht seitlich wirklich die vielen Regentropfen vorne auf der Windschutzscheibe. Wischen die weg, logischerweise, weil da ist das ihre Aufgabe.
aber schaut richtig geil aus. Also von dem her, sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Also grafisch, wie gesagt, ist Project Cars definitiv ein sehr, sehr schickes Rennspiel. Gar keine Frage. Und gerade eben so Wettereffekte. Bei Formel 1 schauen sie auch bei F1 von Toastmasters und so sehen sie auch sehr, sehr gut aus. Allerdings, ja, sehen die hier auch wirklich, wirklich gut aus. Können sich auf jeden Fall sehen lassen. Also das auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Ah, das geht sogar noch. Mit der freien Kamera, dann können wir uns den Wagen ein bisschen von außen ansehen. Also seht ihr natürlich Quattro. Sowieso logisch. Lichter, wie gesagt, kann man ein- und ausschalten. Merkt man natürlich dementsprechend auch. Also Fahrzeugmodelle sind sehr, sehr detailliert. Man sieht auch hier die ganzen Regentropfen auf dem Fahrzeug selbst. Auf den Lichtern hinten. Das schaut richtig cool aus. Also wie gesagt, Regeneffekte von Project Cars sind eine der schönsten, glaube ich, die ich in einem Rennspiel oder in einem Computerspiel kenne. Auch hier mit den schönen Reflektionen. Natürlich, wenn es hier blitzt und so weiter, merkt man es auch. Die Wolken oben ziehen über den Himmel. Also das haben sie wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Und kann man nur sagen, wirklich Hut ab. Gut, allerdings, bevor ich hier zu viel laber, ja, gebe ich euch nochmal ein kurzes Hotlap mit dem M3 GTR auf Bathurst. Und wir sehen uns dann nachher gleich wieder im Menü. So, und jetzt geht es noch weiter mit dem letzten Teil, und zwar mit der Karriere. Die werden wir uns auch kurz anschauen. Und zwar, wenn ihr da draufklickt, ihr könnt euch am Anfang auswählen, natürlich, was ihr machen wollt. Ich habe mich jetzt entschieden für den Renault Clio Cup und bin ein bisschen gefahren. Und ihr seht auch hier sozusagen, das ist so unser ja, Hauptmenü, wo wir die wichtigsten Meldungen sehen. Wir sehen natürlich hier aktuelle News sozusagen, da werden wir auch dementsprechend immer eingebunden, und das ist richtig cool, weil die nehmen wirklich Bezug auf das, was wir machen. Zeitig sehen wir auch solche sozusagen Twitter ja, Meldungen, könnte man sagen, Fanchat nennt sich das da sind die ganzen einzelnen ja, Entwickler sozusagen drinnen. Das ist richtig cool,
gefällt mir, da werden wir auch immer erwähnt und so weiter. Das haben sie richtig cool gemacht. Und wir bekommen natürlich Nachrichten, wir sehen natürlich die Ergebnisse. In dem Fall beim Renault Clio Cup zum Beispiel habe ich das Rennen gewonnen und dementsprechend 34 Punkte. Ja. Was auch cool ist, es gibt so ein Motorsport-Video, da wird ganz kurz erklärt, wie sozusagen der Cup aussieht und wie der funktioniert. Welcome to the Clio Cup, a one-make series featuring the Renault Clio. This is a single series sport and races take place on tracks across the UK. Each round features two races. All race finishers will earn points, and bonus points are awarded for the fastest lap time per race. The pit lane is open for repairs and tire changes, but no refueling is allowed during qualifying or races. Also ihr seht, ist ein Video, in dem kurz vorgestellt wird sozusagen, was jetzt eben unser, ja, was das ist im Endeffekt. Wir sehen auch hier unser Profil, wo Statistiken hinterlegt werden und so weiter. Gut, ja, Karriere. Wie gesagt, ich habe den Renault Clio Cup das erste Rennen gemacht auf Brands Hatch. Ich werde euch ein paar Szenen einblenden, ja, wie so das Qualifying, das Training und so weiter abgelaufen ist. Und am Schluss gibt es dann noch das Rennen dazu. Das dann unkommentiert und ja, ansonsten wie gesagt, Szenen werde ich jetzt einblenden, ein bisschen noch über Project Cars reden, weil wie gesagt, das Spiel natürlich kommt demnächst, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht jetzt wann auswendig, ich müsste nachschauen, aber es wurde ja sozusagen verschoben schon jetzt ein paar Mal, weil ursprünglich war ja geplant, es hätte ja schon ja im November kommen sollen, so, damit ich Deutsch kann. Hätte ja im November schon kommen sollen, allerdings ja, haben sie es dann wieder verschoben, was glaube ich gar keine schlechte Idee war, denn es ist zwar gut, es ist aber noch nicht fertig, also man merkt, es fehlen noch so an manchen Stellen was, wie man eben im Menü sieht und so weiter, da dürfen sie gerne so gesehen noch ein bisschen nachbessern und von dem her, also da, wie gesagt, sind noch ein paar Sachen, die zum Tun sind. Es sind natürlich die Fahrzeuge, wie gesagt, verhalten sich soweit alle, finde ich, relativ realistisch. Ich kann es, wie gesagt, jetzt nicht komplett nachvollziehen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, das spielt sich jetzt wirklich 1:1 genauso oder fährt sich genau 1:1 so, wie es ein echter Wagen tut. Weil ich bin keine von diesen Autos schon echt gefahren. Und ich bin auch mit meinem Auto noch nicht so gefahren, wie ich da fahren würde. Also ich war noch auf keiner Rennstrecke und so weiter unterwegs. Dadurch kann ich das natürlich jetzt alles ein bisschen schwer beurteilen. Allerdings, ja. Ist halt, wie gesagt, kann ich dadurch etwas weniger gut beurteilen, sage ich mal. Aber ansonsten, für mich wirkt es auf jeden Fall so, als wäre das schon, würde es ziemlich realistisch sein. Und von dem her, mir gefällt es relativ gut, ich fahre da gerne. Wie gesagt, ich bin auch, wie ich bei The Crew schon gesagt habe, jetzt nicht so der Fan von, ja, im Endeffekt von realistischen Rennspielen, weil es halt einfach wirklich zu ernst so gesehen ist. Und da ist doch mir lieber, ich fahre die Crew einfach mal in der offenen Welt herum. Aber so hin und wieder mit Lenkrad macht es echt Spaß, weil das funktioniert richtig gut. Mit Controller muss ich sagen, ich habe es mit Xbox One Controller probiert, ist es echt katastrophal. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an meinen Einstellungen, allerdings dort ein Rennen fahren oder irgendwas fahren, das, also ich habe es nicht ordentlich zusammengebracht. Von dem her, ich kann definitiv empfehlen, Project Cars nur mit Lenkrad zu spielen. Davon abgesehen natürlich, ihr könnt es dabei noch nicht spielen, ich habe gerade nachgeschaut, am 20. März soll es erscheinen. Dann kommt es aber raus für PS4, PC und Xbox One. Das heißt für die Next-Gen-Konsolen und den PC. Wie es dann auf den Konsolen laufen wird, gibt es einige Videos. Glaube ich, schaut jetzt auch nicht viel schlechter aus als auf dem PC. Also bei mir auf jeden Fall nicht, weil wie gesagt, mein Rechner... Ich kann es mir nicht erklären, allerdings wahrscheinlich brauche ich da zwei GTX irgendwas im SLI, damit das gut läuft bei mir. Und das habe ich einfach nicht, weil mir einfach das Geld natürlich fehlt dazu. Und ja... Ansonsten, wie gesagt, vorbestellen kann man es auf jeden Fall schon, kann man es auf Steam vorbestellen, auf Amazon und so weiter. Ich werde euch die Links auch in die Beschreibung packen, könnt ihr euch ja mal anschauen. Und ja, ich hoffe, dass natürlich die restlichen Sachen sozusagen noch ausgemerzt werden. Ansonsten, das Spiel wirkt auf alle Fälle deutlich fertiger als noch vor einem halben Jahr, als ich das letzte Mal das Video gemacht habe. Da war doch noch an einigen Stellen nicht so ganz optimal. Bugstechnisch, wie gesagt, das Spiel ist jetzt ein paar Mal abgeschürzt. Einmal zwischen Qualifying und Rennen zum Beispiel. Ich meine, das Bug hat sich nichts verloren. Allerdings ist er einmal abgeschürzt. Genauso wie ich vorher ein Foto machen wollte, ist auch abgestürzt. Aber ja, ist ja noch nicht fertig.
Gut, ja, dann würde ich sagen, können wir auch schon anfangen mit dem Rennen, mit dem letzten Rennen, mit dem Clio Cup Rennen. Ich muss gleich dazu sagen, wie gesagt, ich fahre jetzt nicht so viel, deswegen ist es nicht so optimal geworden vom Ergebnis. Also erster bin ich trotzdem geworden, weil einfach die KI auf 50% umgestellt war. Allerdings, ja, also so auf Mittel so gesehen. Allerdings, ja, habe ein paar Probleme gehabt, in den ersten paar Runden in der Kurve, werdet ihr dann sehen. Einen kleinen Bug habe ich auch festgestellt, einmal hat es einen KI-Fahrer ganz komisch überschlagen, werdet ihr dann sehen die Stelle. Ich glaube, da kenne ich dann sowieso aus. Gut, dann war's das. Ich lasse euch alleine mit dem Video, mit dem letzten Rennen noch, dürft ihr euch gerne anschauen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. Okay, it's your first career race. Let's get it off to a good start. Up to 7th place. Keep it up. 6th place is not far away. Looks like there's one on your tail. Start defending your position. Cover the inside line and the braking areas. Nice one. That was the fastest lap of the race.
He's feeling the pressure. P2, just 1 second. Keep the pressure on. Great job. This is great. You're on him like a cheap suit. Keep him under pressure. Looks like your best opportunity to overtake is under braking for the slow corner. Try and slipstream past him on the straight. You're into first place. Well done. So, bevor das Rennen jetzt zu Ende geht, habt ihr seitlich rechts nochmal die letzten zwei Videos. Da gibt es einmal meinen dritten Teil zu The Crew Review mit Story, Spielmodi, Multiplayer und der Technik. Und darunter gibt es einmal das letzte angezockt Video zu Mad Games Tycoon, das ein richtig cooles Spiel ist, was ich neben nur empfehlen kann, der auf sowas steht. Schaut es euch an. Ansonsten lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und so weiter. Schaut auf Facebook vorbei. Ich brauche ein paar Likes dort, damit ich euch dort dementsprechend auch bekannt geben kann, wenn ein neues Video kommt. Genauso, wenn ein Livestream kommt. Und ansonsten, ja, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.